Herzlich willkommen im Web-Videostudio der V-Bank. Bei uns zu Gast ist heute Gerd Hecker. Herr Hecker ist Leiter Portfolio-Management beim Münchner Vermögensverwalter Huberos und Kollegen. Darüber hinaus ist er Fondsmanager des Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds. In den letzten 3 Jahren hat Herr Hecker einen Wertzuwachs von 17% erzielt und das bei ganz geringen Volatilitäten. Herr Hecker, wie ist Ihnen dieses Kunststück gelungen? Guten Tag, Herr Kiefer. Also das Kunststück in Anführungszeichen ist mir so gelungen, dass ich eine sehr risikoorientierte Anlagestrategie fahre, die einerseits Handelsmodelle beinhaltet und andererseits einen sehr wertorientierten Gedanken fürs Portfolio verfolgt. Bei den Handelsmodellen sind das Eigenentwicklungen? Ja, das sind Eigenentwicklungen, die ich im Jahr 2002 selber gemacht habe und über lange Jahre verfolgt habe und jetzt in diesem Fonds zum Einsatz bringe. Funktionieren solche Trendfolgemodelle in Zeiten wie diesen, wo man ja oft keine Trends erkennt? Temporär funktionieren diese Trendfolgemodelle sehr, sehr gut. Insbesondere wenn eine extrem hohe Unsicherheit am Markt ist, dann ist es manchmal wichtig, dass Sie eine Signalgebung einfach bekommen, die Sie zwingt, in bestimmte Richtungen zu agieren. Denn ein Mensch kann diese aktuelle Situation auch manchmal sehr, sehr schwer verarbeiten, denn die Meldungen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind, überschlagen sich ja von Stunde zu Stunde und dann brauchen Sie auch manchmal eine Maschine, die Ihnen sagt, dass Sie etwas kaufen oder verkaufen müssen. Sie haben gesagt, manchmal brauchen Sie eine Maschine, das heißt, in der Mehrzahl sind Sie gefragt als der Value Investor. Welche Prinzipien haben Sie denn beim Investieren nach diesem Grundprinzip? Das Grundprinzip ist, dass jedes Asset, was ich in meinem Fonds kaufe, nachhaltig den Wert nicht verlieren kann. Das bedeutet, im Aktienbereich werde ich keine Investitionen machen in Unternehmen, die eine Zukunftsstory verkörpern. Hier sind zum Beispiel Themen zu nennen wie das Elektroauto, die Windenergie oder Ähnliches, sondern ich werde auf etablierte Unternehmen setzen, die Kernvermögenswerte besitzen, die identifizierbar sind und die am Ende des Tages unter Preis notieren. Und die werde ich kaufen und mittel- und langfristig behalten. Gibt es die denn noch? Die gibt es jederzeit und zwar in diesen turbulenten Märkten gibt es immer wieder, Sie haben ja im Jahr 2011 den Rückschlag gesehen, immer wieder Möglichkeiten, sich zu engagieren. Es ist ja ein Aktien- und Rentenfonds, also ein vermögensverwaltender Fonds auf der Rentenseite. Was heißt Value auf der Rentenseite? Value auf der Rentenseite bedeutet, dass ich die Risiken, die ich im Rentenportfolio habe, auch bezahlt bekommen möchte. Das heißt, in diesem Portfolio kann es zum Beispiel nicht sein, dass ich Investitionen zum Beispiel in Griechenland-Anleihen tätige, denn die Rückzahlung dieser Anleihen sind dann letztendlich abhängig von einer politischen Entscheidung, die ich nicht in der Hand habe. Und bei der Anleihe an sich handelt es sich um ein schwaches Gut. Ein Schuldner, der letztendlich in Problemen ist. Ich möchte gute Schuldner kaufen, die eine relativ hohe Rendite auf das Risiko dann letztendlich generieren. Und wo findet man diese Schuldner? Unter Staaten, insbesondere in Europa, ja kaum noch. Sind Unternehmensanleihen für Sie ein Thema? Unternehmensanleihen sind für mich ein großes Thema, denn momentan haben wir eine ganz klare Situation dahingehend, dass auch große Institutionen gute Corporate Bond Anleihen als Substitut für Staatsanleihen verwenden, sofern es ihnen gestattet ist von den Regularien. Wichtig ist aber auch hier, dass Sie auch hier ganz genau beleuchten, wo ist das Emissionsland der Anleihe und wo befindet sich der Mutterkonzern, weil bei einer Aufspaltung des Euros könnte das dramatische Konsequenzen für ein Portfolio haben. Haben Sie da ein Beispiel? Ein Beispiel ist, dass relativ unklar ist, da sich ja zum Beispiel viele in Emerging Markets engagieren. Ja. Wenn Sie zum Beispiel eine brasilianische Anleihe eines Konzerns besitzen, der in Euro eine Anleihe emittiert hat, dann ist völlig unklar, was bei einem Auseinanderbrechen des Euros passieren würde. Ich bin der Meinung, man muss sich ganz klar in Ländern engagieren, die nachhaltige positive Reputation besitzen, wie Länder wie Deutschland und Finnland. Und entsprechend auch die Schuldner müssen sich in diesen Ländern am besten befinden, um die großen Risiken auszuschließen. Sie haben in den letzten Jahren 17% Wertzuwachs geschafft.
Was ist denn Ihre Zielsetzung für die kommenden Jahre? Also die kommenden Jahre, da geht es ganz klar darum, letztendlich das Kapital real zu erhalten. Das ist die ganz große Aufgabe. Grundsätzlich vom Performance-Ziel, das ich einem Anleger mitgeben kann, ist es, den risikolosen Zins um 2 bis 3 Prozentpunkte per anno zu schlagen und das Ganze bei einem maximalen Kursrückschlag von 5% im Portfolio. Zum Schluss die Frage, für wen ist denn ein solcher Fonds wie der Ihrige geeignet? Also dieser Fonds ist insbesondere für den klassischen konservativen Anleger geeignet, der gut in der Zukunft über die Runden kommen möchte. Und er dient auch natürlich als Anlagevehikel für Stiftungen und Treasurer, die letztendlich eine Anlageform suchen, die einen Job managt im Bereich von niedriger Volatilität. Und da, glaube ich, ist er gut in unserem Fonds aufgehoben, da sich die Strategie jetzt schon langjährig bewahrheitet hat und in vielen turbulenten Phasen den Anlegerstress sehr, sehr vermieden hat. Letzte Frage, wie kamen Sie denn auf dieses Fondskonzept? Spielen da frühere Berufserfahrungen eine Rolle? Was war für Sie da Richtschnur, was war für Sie Impuls? Ja, also das große Kapital sucht letztendlich eine Anlageform mit geringer Volatilität, die entsprechende Ertragschancen hat. Das war die große Aufgabenstellung auch in einem Treasury. Sie waren, glaube ich, in der Sparkasse? Genau, in einem Sparkassen-Treasury, einer großen deutschen Sparkasse. Und dort ist letztendlich diese Aufgabenstellung ist das Tagesgeschäft. Und entsprechend musste ich mit diesen Problemstellungen jeden Tag arbeiten und habe mir meine Konzepte entwickelt, die ich jetzt hier umsetzen kann. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Sehr spannend, wie man mit einer so konservativen Strategie so erfolgreich sein kann. Und wir wünschen weiterhin viel Erfolg, Herr Hecker. Danke.